Wenn der Trick mal nicht mehr klappt, dann kann es an der Schwergängigkeit der Tretlager oder eventuell auch der Kette liegen. Und in diesem Video zeigen wir euch eine Möglichkeit, die Tretlager zu wechseln, auch wenn nicht sämtliche Spezialwerkzeuge für einen Lagerwechsel vorhanden sind. Nicht jeder hat einen Lagerabziehvorrichtung von HZ oder ähnlichem für mehrere hundert Euro zur Verfügung. Achso, ja. Was machst du? Das Ding runter. Ja, zieh's einfach ab. Schon das mahlende Geräusch an dieser Stelle, dass ich versucht habe wiederzugeben, und der Rostsaum verheißen nichts Gutes. Die Lager gehen nämlich oft nicht durch Überbelastung, sondern durch eindringende Feuchtigkeit kaputt. Hier ist die Nummer funktioniert schon mal nicht. Es geht nur so, wenn die Hülse sich ähnlich bewegt. Und jetzt kommt der erste Trick, das Sprengen des Lagerkäfigs, der normalerweise die Kugeln auf Abstand hält. Dadurch können wir die ganzen Kugeln in eine Richtung schieben und den Innenring demontieren. Punktverschweiß. Auf diese Art und Weise können wir dann nach Entnahme der Abstandshülse das zweite Lager über den Innenring ausschlagen. Kräfte auf den Innenring nur aufbringen bei Lagern, die eh kaputt sind. Der Neueinbau der Lager geschieht nur über den Außenring. Verstehst du, die Lager? Es ist nämlich so, der Lagerkäfig selbst ist noch auf Aufnahme. Ich frage mich, ja. Sind gleich voll kaputt. Siehste, dieses war der erste Streich. Wenn du den ersten Mal hast, ich frage gerne. So, und jetzt kannst du nicht mit der Zange rein. Moment, was war das? Ich habe ein neues Video gemacht. Okay. Okay, du filmst, ja? Ja. Ich bin blöd, gell? Ich weiß. Ja. Diese Lagerkäfige sind zwischen den Kugeln punktverschweißt und jedes Ping ist das Versagen einer dieser Punktverschweißungen. Nach Sprengen des Lagerkäfigs werden nun sämtliche Kugeln aus ihrer Position in eine Ecke geschoben, aneinander gereiht, um den Lagerinnenring auf diese Art und Weise entnehmen zu können. Das ist im Prinzip das umgekehrte Vorgehen wie bei der Montage des Kugellagers. So. Ja. Und jetzt müsste eigentlich
entgegenfliegen. Weil irgendwie wird ja so ein Lager auch zusammengebaut. Ist es nicht so? Ja. Also ich will irgendwann anfangen. Got it? Good. Wunderbar. Auch wenn es euch gelingen sollte, die Lager einzeln zu bekommen, so würde ich davon abraten, diese Stützhülse nochmal zu verwenden. Sie hat Verschleißspuren und beim Anzug der Tretarme, der Hebel, kommt Druck auf die Lagerrollen, auf den Innenkäfig und das Ganze ist schwer gegen den Verschleiß schnell. So, nun sind wir auch schon beim Ausschlagen des gegenüberliegenden Lagers, das seinen Lagerinnenring noch besitzt. Wir können also durch das zerlegte rechte Lager Schläge ausführen und das Lager auf die Art und Weise aus dem Lagersitz austreiben. Wichtig ist natürlich, dass der Abstand der Schraubstoffbacken so gewählt ist, dass nur der Lagersitz, also der Teil des Rahmens aufliegt, denn sonst könnt ihr euch ausdenken, schlägt das Lager natürlich am Schraubstock an und dann kommt es natürlich nicht raus. Ihr werdet später im Video noch Spezialhülsen sehen, die hatten wir da nicht dabei, ihr seht, geht auch ohne, der Lagerwechsel für Moixa, also da stehen wir dazu und es geht auf jeden Fall. So, nun versuchen wir das gegenüberliegende Lager, das ja nur noch aus dem Außenring besteht, auf die gleiche Art und Weise auszuschlagen. Wie ihr seht, das scheitert, weil das Lager an dem Bund anliegt. Hier sieht man es also sehr schön, dass der Außenring nur ganz leicht über den Anlaufbund im Rahmen übersteht. Das war also nicht möglich, da Schlagkraft auszuüben. Der erste Versuch ist jetzt, das Lager wieder zusammenzusetzen, sprich den Innenring wiederherzustellen. Nee. Das hat nicht funktioniert. Das hätte geklappt, wenn wir noch alle Kuchen gefunden hätten. Aber es geht auch so mit einer passenden Hülse. Wir hatten hier Glück. Das ist eine Hülse, die eigentlich zum Ausdrehen von Einspritzdüsen ja wunderbar angepasst ist. Ganz nebenbei, ich habe durch meine berufliche Tätigkeit früher das Problem gehabt, solche Lager auszupressen und selbst in nicht verrostetem Zustand sind die Auspresskräfte manchmal mehrere hundert Kilo hoch, mehrere Tausend genauer genommen und wenn der Rost dazu kommt, der Passungsrost wird es noch entsprechend mehr. Hier hilft dann nur Impuls, ja, wieder ein Schlagschrauber auf. So, das sind jetzt die neuen Lager von Shadow. Der Junior hat mir erklärt, Shadow ist angesagt. Und dann nehmen wir die. Hier ist es jetzt keinen Fehler, die Lagersitze im Rahmen nochmal mit Bremsenreiniger picobello sauber zu machen. Jedes kleine Metall oder Staub oder Schmutzkörnchen erhöht noch massiv beim Einziehen der Lager. Und das führt schon mal zu einer Vorstellung. Danach nochmal mit dem Lappen nachwischen. Und ihr werdet gleich sehen, mit einem qualitativ hochwertigen Fett diese Sitze schon mal einfetten. Okay. Here we go.
Und jetzt wird es interessant. Hast du einen guten Winkel? Hast du auch den Schraubstock und alles drauf? Ja. Das wollen wir sehen, nicht, dass ich den Lagerkäfig, das Lagergehäuse, der Rahmen muss natürlich wieder gut, passend, flächig aufliegen auf dem Schraubstock oder einem ähnlich widerstandsfähigen und, sagen wir, massereichen Gegenstand so. Zu den Schlägen. Der ganze Lagersatz besteht jetzt also aus den äußeren Abstandsringen. Die sind unterschiedlich lang. Da bitte drauf achten. Der kürzere gehört auf die Seite des Kettenblattes. Wir haben die beiden Kugellager und wir haben eine neue Hülse. Über die Hülse habe ich ja vorhin schon gesprochen. Die sollte, wenn sie so wie in meinem Video gezeigt wird, aussieht, nicht mehr verwendet werden. Die hat sich schon plastisch deformiert, ist auch nicht mehr, hat keinen Rundumlauf mehr, keinen guten. Es kommt zu einer Schrägverspannung der Innenlager. Käfige mit einer taumelnden Bewegung. Also das ist alles nicht gut. Diese Lager würden nicht lange halten. Okay, so. Diesmal setzen wir ein schönes einen schönen Auflagering dagegen. Weil wir natürlich die Flächen nicht vermacken wollen. Und nun zeige ich euch Methode 1, für die, die einen Schraubstock dieser Größe haben. Wir ziehen also das Lager Nummer 1, das linke Lager, mit dem Schraubstock ein. Wichtig ist auch hier, nicht einfach jetzt so reinpressen die Lager, die Versuchung ist groß. Nein, lasst es, es kommt Druck auf den Innenring. Macht das mit einer passenden Hülse, bitte die, ich kann es nur noch mal sagen, nur auf den Außenring drückt. Das fällt alles gleich runter. Das ist jetzt ein bisschen gefummelt, ihr seht's. Mein Junior hilft mit dem Ausrichten des Fahrrades, aber das Spacer ist da jetzt noch drin oder ist der draußen? Geht schon anders, ich zeige euch nachher noch eine andere Methode. So, wie ihr seht, wird jetzt mit dieser Nuss nochmal überprüft, ob sie wirklich nur auf den Außenring drückt. Bitte auch nicht auf die Simmerringe, das sind die roten Dichtringe, die ihr da seht, das wäre ganz fatal. Und nachdem das gewährleistet ist, legen wir das Lager jetzt schon mal leicht an. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Die Lager haben ja ein Übermaß von mehreren hunderten Millimeter. Das klingt nicht nach besonders viel. Das heißt, sie sind im Durchmesser größer wie das Lagersitz selbst. Wäre dann im Prinzip über elastische Deformation des Auskäfigs, des Außengehäuses eingepresst. Und die Kräfte müssen erstmal aufgebaut werden. Ich mache es durch sanfte Hammerschläge, da gehört ein bisschen Erfahrung dazu, immer auf den Außenring, ich kann es nur nochmal sagen, um das Ganze dann schon mal vorzumontieren. Paff, das war mal nix. Aber das gehört auch dazu. Nochmal sauber machen, wenn es in Dreck gefallen ist, ja. Und jetzt versuchen wir es. Du kannst es sogar mit dem Rad aufstellen. Ja, okay. Ja, jeder, der zuschaut, hat natürlich Ideen, wie es natürlich noch ein bisschen besser geht, ohne Zweifel. Könnt auch gerne in die Kommentarzeile schreiben. Aber der Junior hat gedrängelt, er wollte schnell wieder auf seinen Parcours. So. Noch mehr Fummelei. Das Lager hat sich jetzt auch verkantet, in dem Fall kein. Auf keinen Fall weitermachen. Erstmal das Ding neu ausrichten, ihr seht. In dem Fall ist es besser, das Ganze nochmal auszuschlagen. Denn das vollends reinzupressen, ja, natürlich, kann dann zu Verformungen
des Rahmens führen. Die zweite. Also das war mit der kritischste Teil der ganzen Montage. Ich zeig's aber trotzdem, ich könnte es ausschneiden, aber ihr solltet ja sehen, was da so ein bisschen auf dem Zug kommt. Jetzt nehmen wir also eine solide Stahlplatte. Hier haben wir uns jetzt eingespielt, was Ausrichtung des Fahrradrahmens und Weitziehen über den Schraubstock anbelangt. Und ihr seht jetzt auch. Gehen wir ein bisschen näher ran. Dass das auch wirklich schön zu sehen ist, wie es das Ding reinzieht. Dass das Lager nun reingezogen werden kann. Es steht noch immer leicht schief im Lagersitz. Keine Dampf mehr. Aber das lässt sich jetzt durch entsprechendes Hindrücken des Rahmens und einfach mutiges Einziehen beheben. Ihr seht, jetzt geht es alles voran hier. Das Lager wandert jetzt zügig rein. Wichtig ist, so lange weitermachen, den Ring mit den Kräften, bis stark zunehmender Widerstand zu fühlen ist, denn dann erst sieht das Pass an seinem Bund im Gehäuse an. Okay. Jetzt muss nochmal reverse sein. Setzeffekt. Okay. Lass den nicht fallen. Nein. Das ist doch wie in meiner Hand habe, oder? Das Lager setzt sich noch weiter, die Vorspannungskräfte der Schrauben am Tretlager gehen verloren. Muss also nicht sein. Okay, jetzt zu der versprochenen zweiten Murkser Methode, das Einschlagen des Lagers nur mit einem Hammer und du bist sicher, dass diese Schienen nicht innen einer Passhülse oder Fuß. Natürlich vorher die Hülse einlegen. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, das ist jetzt ganz wichtig. Die sind alle für außen. Ja? Wenn ihr vor lauter Eifer die Lager einpresst und die Distanzhülse ist nicht drin, dann sind die Gesichter lang. Also, unter Umständen wird dann nochmal neuer Lagersatz fällig, weil beim Ausbau, beim erneuten Ausbau der Lager diese kaputt gehen. Also das müsst ihr euch nicht geben. So, also stabile Stahlplatte von unten gegengelegt. Wie gehabt, wieder einfetten, sauber machen, einfetten. Das machen wir nochmal sauber, okay. Dann das Lager, das zweite Lager ansetzen, so parallel wie nur irgendwie geht, und mit umlaufenden Schlägen, und ihr seht, ich schlage immer nur auf den Außenring und das auch nur mit einem leicht gewölbten Hammer, mit einem Karosseriehammer, ja. Immer nur auf die Außenkante schlage. Also bitte nicht auf den Innenring schlagen. Es kann zu Vorschädigungen des Lagers führen. So, jetzt haben wir es ein Stück weit reingezogen. Version 2 für die. Und dann wird es Zeit für eine Hülse, eine Nuss, irgendwas Passendes, das, ich sag's nochmal, nur auf den Außenring Kraft aufbringt. Nochmal schauen, ob die Hülse auch ausgerichtet ist, weil wenn die jetzt schräg drin liegt, dann beschädigt sie unter Umständen die Sicherung. So, und here we go. Das ist Klinge, das muss klingen, dann hörst du, dass es am Anschlag ist, ja? Okay, jetzt können wir es schon raustragen und aufstellen, ja? Auch hier wieder ein gutes Montagefett verwenden. Jetzt kommt der Trick. Damit die Welle nachher sauber reingeht und die Innenhülse fixieren. Diese Papprolle, die ist vom Lagersatz, von den Ersatzteilen noch übrig. Damit macht euch das Leben ein bisschen leichter bei der Montage. Man kann sich auch die Finger nehmen. Aber
Sieht einfach ein bisschen eleganter an der Stelle. So, nun ist es Zeit, die Welle wieder reinzuschieben. Die Achse. Mach drauf, was fehlt. Flatte erstmal. Das hat sich der Junior natürlich nicht nehmen lassen, die selbst zu montieren. Aber den darfst du mir nicht vom Beet stehen, darf ich einmal? Den Abstands. Ich mach das doch schon gescheit. Nicht vergessen. Hier kommt er gleich ins Bild nochmal. Okay. Ganz super. Jetzt sieht man auch schön, wie auf der anderen Seite. Und auch hier ist ein bisschen Kraft erforderlich. Moment. Und zwar, jetzt nehmen wir einen Gummihammer. Was Professionelles zeigen. Und hier ist jetzt der Punkt erreicht, wo man akzeptiert, dass die Kraft eine Gegenkraft braucht, wenn es in dem Fall nur die Massenträgheit ist. Jetzt dargestellt durch zwei Hülsen. Und schon läuft die Sache auf. Dreigängigkeit ist auch gegeben. Ist jetzt jedenfalls noch. Und nun kommt die Abstandshülse auf der Kettenblattseite und die zweite Kurbel. Also jetzt sind wir in einem Stadium, wo es nicht mehr allzu viele Überraschungen geben darf, dürfte. Das ist diese Scheiben, die stellen sowohl einen zusätzlichen Staubschutz dar, damit nicht alles bis an die dichten Lippen der Simmerringe der Lager gelangt, als auch einen Abstandshalter, wenn der ganze Verband nachher verschraubt wird. Danke. Tschüss. Gehst du? Warte mal, ich gebe dir deinen Spray mit. Moment. Die Ausrichtung der Tretarme muss natürlich fluchten, das ist trivial. Kein Verlust zu vergessen. Du kannst jetzt, weißt du, was du machen kannst? Du stellst parallel vor das Garage. So, hier wird die Fluchtung nochmal überprüft. Richtig unten aus. Sieht ja gut aus. Ja. Jetzt nehmen wir beide Hände weg, dass ich das kurz zeigen kann. Damit es da drauf rumlabbelt. Was ist denn das? Darf ich jetzt mal drauf machen? Sonst ist nicht mal drauf. Ja, aber das will ich doch zeigen. Mach weiter. Unsere Sprüche habe ich zum Teil bewusst drin gelassen. Die tragen zur Unterhaltung bei. So. Stopp, ich zeig dir den Trick. Ich muss nur den Kettenblatt-Spacer da. Guck, ich hab's doch schon. Keine Tricks. Also auf den Hammer wird wieder verzichtet. Wozu Hammer, wenn der Luki seine Hände hat? Hä? Ja, wozu hat man Hände? Ist doch so, Alter. Du wolltest wieder jetzt ein Gegengewicht und einen Gummihammer holen. Quatsch. Hier würde ich jetzt eben noch raten, Schraubensicherung aufzutragen. Ja. Dafür war natürlich keine Zeit. Ja, man wollte wieder fahren. Nee. Ist klar. Aber damit hält die Sache ein bisschen länger. Für diesen Teil des Tutorials. Auf jeden Fall ist er hier ordentlich. Nicht verantwortlich. Der liegt voll und ganz. Du könntest die Kurbel jetzt natürlich auch abstützen. Dann könntest du besser anziehen. Und schon ist es mit der, sagen wir mal, Leichtgängigkeit nicht mehr ganz so weit her. Ihr seht auch an der Kette selbst, die Kette rollt nicht mehr sauber ab. Wenn Schmutz eindringt in die Lager,
der einzelnen Kettenglieder, dann sind die nicht mehr ganz so beweglich. Ich würde jetzt mal gerne darum fetten wir das jetzt alles noch ordentlich rein. Ihr werdet es gleich sehen. Kettenfett. Ich vorgeschlagen, du machst es erstmal so. Ja. Du kannst aber Folgendes machen. Du kannst Fett das Fahrrad noch ein bisschen aufbocken und dann kannst du das vorwärts durchdrehen. Da spürst du es. Beginnen den Flugrost wieder, also die Kette wird dann wieder geschmeidiger. Die Kette ist zu steif. Weißt du, was ich meine? Ja, willst du runter machen? Du willst das Ding allein durchdrehen, ja? Ohne Kette. Dass du die lange Hülse zeigst nochmal. Und Action. Immer so, dass das Körpergewicht einsetzt. So. Jetzt wird doch nochmal das Hinterrad ausgebaut, um die Ursache der Schwergängigkeit zu überprüfen. Ich kann es jetzt schon mal verraten. Am Lager, an der Lagermontage lag es nicht. Also es war schon ursächlich die Kette. Der Junior baut die jetzt mal ab, um zu sehen, ob die Leichtgängigkeit ist eigentlich ein. Wie wäre es, wenn du einfach einen Holzklotz holst und den Sattel auf den Holzklotz setzt? Triebs. Oder auf den Munitionskasten. Das wäre noch stylischer. Wie wäre es, wenn einfach. Was ist das? Vorsicht! Wenn man natürlich was unterlegt, tut man sich leichter. Jawohl. Die Kette ist runter. Und das die Leichtgängigkeit ich glaube, ist gegeben, als unsere Arbeit war. Man muss in Ordnung. Teilweise unter die Kappen einen Space. Es schlagert natürlich nicht so wie ein Antrieb, der schon ein, zwei Jahre gelaufen ist. Das liegt einfach daran, weil die Simmeringe selbst noch sehr gut anliegen, sehr gut dichten. Ja, gut, dass Reibung das jetzt noch ein bisschen schwer geht, liegt an den nagelneuen Simmeringen. Ja, okay. Das ist ganz normal. Das ist, jedes neue Lager fühlt sich so an. Das liegt wirklich an der Kette. Auf. Ja? Ja, aber ich brauche dann. Dann muss ich echt bald die andere Kette drauf. Ja, du willst ja diesen Trick machen. Wie heißt der? Frankfurt. Ja, deswegen will ich das jetzt. Ah, der geht, wenn ich einfach Street Fahrrad lockere Kette mache. Wird wieder hageliger. Ein bisschen ein und dann wirst du sehen. Ergebnis liegt dir noch, an der Kette. Wenn du noch eine Sekunde gibst, ja? Wenn du dir hier das Leben leichter machen kannst, bitte mal kurz warten. Hinterrad wieder befestigen. Ich will die gar nicht spannen, ich bin Street, ich lasse festziehen. Ja, aber ein bisschen spannend. Ah, ein bisschen, aber wenn ich halt zu ihr seht's auch. Na gut. Es gibt Knicke im Kettenverlauf. Unten, also jetzt in der Ansicht von oben, wo einfach die Beweglichkeit nicht mehr da ist in einzelnen Gelenken. Ja, den Trick kenne ich auch. Ich hätte die Kette noch ein bisschen mehr gespannt, aber man hat es jetzt so bei den BMXern. Oder hast du schon gespannt? Nein, das ist echt viel zu viel. So ist nice. Und fluchten tut es auch. Die hat innen Dreck, dadurch kann die sich nicht mehr drehen, dass sie die habe ich von David halt geschenkt bekommen, weil meine andere kaputt gegangen ist. Und der meinte auch, die ist halt echt steif so. Und jetzt einmal Kette fetten. Hast du, guck mal, WD-40 soll ja für Lager nicht so gut sein, gell? Aber du hast doch, das ist doch nicht mehr, jetzt ist doch fest. Oh, genug festgezogen. Das ist fett.
nach Fest vom Ab. Das wissen wir alle. Will das die Kette fetten, da drehe ich mich durch. Fette Kette auch mal. Da schalte ich gerade kurz den Coaster. Da würde ich aber erstmal mit WD-40 doch nehmen zum Einfüllen. So, jetzt drehe ich durch und du fettest. Geh einfach hinten aufs Ritzi und ich guck mal, ob man es sieht. Ob man es auch sieht, ja, das sieht man gut. Da ziehen wir noch ein bisschen rein. Siehe da, der Trick klappt wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, schreibt was in die Kommentarzeile, gerne auch fundierte Kritik. Man kann alles immer besser und anders machen. Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion. Ciao!